Einen wunderschönen guten Tag, weiter geht's mit Asterix und Obelix Heroes. Wir wollten uns das Geheimnis holen. Das tun wir auch. 10 Numerobiskarten. Wow. Danke. Jetzt müssen wir nur noch die Karte nach Hause bringen. Das ist immer ein bisschen ungünstig. 25 gegen alle. Wir bekommen den auch tot, ne? Wir bekommen ihn tot. Kommen die drei tot. Und die zwei halt sich ja so, ne? Ausweichen, ja, kann nervig werden. Und bitte noch Teammotivation. Das sind jetzt insgesamt 20 und das sind nur 15. Dafür für alle. Ah, wir machen das so. Das bringt dann tatsächlich mehr. Aber wir verlieren nur 8. So. Kriegen wir den Stein hier weggeräumt. Die Kiste. Hm. 28 Schaden, wenn wir eine Rüstung spielen. 28 und 16 sind 44. Das reicht nicht, um alle zu töten. Aber wir könnten die zwei langsam runterhauen. Wir denken. Hat er ausweichen, da müssen wir hoffen, dass er nicht ausweicht. Sehr gut. Da juckt uns ja ein bisschen tatsächlich das hier. Juckt uns ein bisschen mehr. Wieso verliert er eigentlich so viel Motivation? Hm. Müssen wir mitnehmen. Und dann die drei rausnehmen aus dem Spiel. Aber wir machen Zwischenheilung, tatsächlich. Der heilt, der bufft. Das ist super. 6 Motivation an alle. Und wir nehmen ihn raus, bevor das demoliert reinkickt. Gott sagen, dann kriegen wir die Glocke raus. Und sogar perfekt, das heißt, es gibt wieder Motivation. Und Kleopatra-Karten. Wow, die dürften jetzt schon die nächste Stufe haben und wir gehen oben lang. Für die Kiste. Das ist schlecht. Aber Obelix kann sich heilen. Aber den drei müssen wir rausnehmen. Das tun wir auch. Knüppeln auf die 1. Ja, zum für alle. Also wir müssen echt aufpassen, dass wir unseren Buffer nicht verlieren. Das ist super. Das nimmt alle aus dem Spiel. Boris und gallischen Größen vor, sagst du, wähle ein von drei Karten aus dem Ziehstapel. Ah.
Für eins ist das gut. Weißt du was? Wir. Die ganz. Nee. Nicht ans Lagerfeuer. Sechs an alle. Schützen wir die beiden. Gut, oben liegt sicher wieder heilt, wenn er tankt. Jetzt nehmen wir sie alle raus. Einen nach dem anderen. Das war klar. Das war ja klar. Sehr gut. Den Block verhindern wir absoluten Damage. Oh. Also das Block von den Gegnern ist irgendwie stärker als das Block von uns. Der tankt. Reicht er wieder aus. Zertäubt. Gut, das ist gut. Block an alle. 36 Schaden. 26 Schaden. Und 30 Schaden. Oh. Was für eine Runde. Und jetzt fallen wir tatsächlich. Ein Healer, wir können so heilen. Asterix ist voll. Obelix. Ja, weiter geht's. In der nächsten Runde dann kriegen wir den Schulter voll. Oben rum oder unten rum? Gehen oben rum, dann kriegen wir auch noch den Stern. 34 Schaden, ein Damage Short. Das macht 25. Darf 9 an alle machen. Dann ziehen wir direkt weiter. Hui. Heile 4 HP, werfe einen zu viel Kader ab. Ja, wisst ihr was? Nein, wir heilen immer noch nicht. Wird nicht geheilt. Ist gut. Er hat mich nicht getroffen. So. Also, wir können ihn hier rausnehmen. Und ihn auch noch gleich mit. Die zwei bufft sich nur. Und nochmal Robust auf Obelix heilen. Der darf alle motivieren. Der darf den heilen. Der darf ihn heilen. Und dann sind wir good to go. Absolut. Kampf super gewürztet. So. Ja, direkt die 4 rausnehmen.
15 Schaden ist natürlich blöd. 36 Schaden muss ich mitnehmen. Was haben wir? Wir haben Ungenauigkeit und Verfehlen. Bestimmt? Nein, okay. Ich bin impressed. Er macht 9 an alle, ist die 3. Das heißt, ich kann gar keinen so wirklich schützen. Eigentlich ist es auch Wurst, das ist der Endkampf. Ja, ist wurscht. Ja, Ungenauigkeit schlägt zu. Sehr gut, der wird voll geheilt. Aber ist auch wurscht. Absolut wurscht. Jetzt ist nämlich rum. Genau, das war der Endkampf. Sehr gut. Nummer Robis. Wieder ordentlich Karten bekommen hier. 15 Robis, 3 Kleopatra und eine Obelix natürlich wieder nur. Aber das sollte dafür sorgen, dass wir Nummer Robis auf 5 Sterne. Wir erhöhen dessen Max HP um 40% der Max HP. Erhöhe dessen Max HP um 40% der Max HP. Ah ja. Für den Rest des Kampfes und Heil. Also das ist so ein starker Heal. Hier brauchen wir noch 2. Aber genau, Kleopatra haben wir auch hoch. Wähle 2 Karten aus 3 zufälligen Spezialkarten und füge hier eine Kopie diesen oben auf dem Kämpfer zu stammen. Karten kosten 0 Energie. Es kann auch mächtig werden als Unterstützer. Und ich nehme an, die müssen wir so oder so irgendwann mal leveln. Das heißt, wenn wir jetzt im Ägypten weitermachen wollen, hier gibt es ja noch einige Secrets zu entdecken. 35er. Die Frage ist, ob wir die 37er Hantel dafür brauchen. Wenn ja, Asterix, genau, Obelix müsste das haben. Wo ist der andere denn? Sehe ich ihn jetzt nicht. Haben wir den noch nicht freigeschaltet? Ja, den haben wir dann wohl noch nicht. Gut, dann schaue ich, was wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin, auf Wiedersehen.